Was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat Janbroke ein neues Watt für Spacken Video hochgeladen. Und zwar geht das Ganze auch wieder um den Luca, der sowieso in letzter Zeit natürlich sehr sympathisch geworden ist. Deswegen würde ich mal sagen, wir schauen uns das zusammen an. Ich habe es mir noch nicht reingesogen, aber ich denke, es wird bestimmt ganz lustig. Was geht ab? Dieses Video sollte schon vor einer Woche online kommen. Ich habe euch wieder 2 Wochen im Stich gelassen. Man könnte auch behaupten, dass dieser Titel mit Watt für Spacken nur Clickbait ist und ich Luca gerade nur für Klicks ausnutze. Das ist die Wahrheit. Und ja, ich weiß, ihr fragt euch jetzt, Jan, was hat Luca jetzt schon wieder gemacht, dass du dich um 3.25 Uhr wieder aufregst, was du ein Video machen musst über ihn? Augenblick, ich zeig's euch. Er hat eigentlich eine Wette gemacht mit Mois, dass er jetzt aktiver wird und 3-mal in der Woche oder so ein Video verlädt. Naja, bis jetzt ist eins gekommen, aber ja, warten wir mal ab. Das Video nennt sich Fortnite mit Luca. Das Video ging 2 Sekunden und ich krieg jetzt schon meine Macht. Bundesliga, wir sind wieder da. Der 1. FC Köln ist gestern in die 1. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Das ist sehr geil, weil es ein geiler Verein ist. Luca zoomt sowieso immer mit seinem Objektiv hin und zurück. Das ist auch übertrieben lustig. Beschitter hat den Gala-Derby verloren, wir werden kein Meister mehr. Wen juckt das? Was juckt mich, dass Köln aufgestiegen ist? Was hast du mit Fußball zu tun? Hast du schon mal Fußball gespielt? Weißt du, wie ein Ball aussieht? Aber scheiß drauf. Worum geht's denn heute, Luca? Fortnite! Okay. Ich sehe schon wieder die ganzen Kommentare von wegen, oh Luca, du bist so gut in Fortnite, du gibst doch nur an, du bist so arrogant, willst du mit deinen Skills ziehen? Nein, du bist nicht arrogant. Der Clubbesitzer ist arrogant gewesen. Ich bin scheiße. Ich weiß. Wenn ihr Profi-Fortnite-Videos sehen wollt, könnt ihr gerne bei Revi vorbeischauen. So ein klasse Ausschnitt! Ja! Revi, auf deine Reaktion zu fällen. Wenn ihr jetzt allerdings in eine Solo-Runde reinstürzt. Ich bin echt gespannt, was wird jetzt passieren, bevor das Gameplay anfängt. Ist ja nicht so, dass ich das Video schon gesehen habe, aber was wird jetzt passieren? Ganz kurz nochmal hier oben in den Item-Shop gehen, unterstütze einen Creator und hier Luca eingeben und auf Annehmen klicken. Du hast so viel Geld, du kannst dein ganzes Leben mit Stories finanzieren. Warum fixst du jetzt noch die anderen YouTuber? Wenn der Junge nicht seit Jahren ausgesorgt hat und dir immer noch ihn supportet, obwohl er nichts mit Fortnite zu tun hat, dann habt ihr echt einen Schaden. Ist ja nicht so, dass ich auch kein Fortnite spiele und diesen Code bewerbe, aber bei mir zählt das nicht, denn ich bin broke, ich bleib. Wenn dieser Junge nicht mehr hat, dann helfen wir noch sein Konto. Warum bewirbst du jetzt den Code? Kurz davor, ja, das stimmt, Alter, locker. Was? Und wer seinen Code eingibt und meinen Code noch nicht eingegeben hat, Grill-Teller und Wuff. Aber schauen wir weiter. Unterstützter Creator Luca. Für euch kostet das Ganze keinen Cent bzw. V-Buck mehr, also ihr zahlt exakt den gleichen Preis, allerdings könnt ihr mich damit kostenlos... Nö, da haben wir noch keinen! Ist ja nicht so, dass wir in jedem Portal am Deckel drum wissen, dass uns das keinen Cent kostet. Kuss geht raus. Unterstützen, das wäre mega cool. Halt deine Fresse, du Allerdings zeige ich jetzt mal meine Skills. So, ab geht's hier, Ladies and Gentlemen. Was macht der denn da für eine Scheiße? Scheiß drauf, ich will nicht sehen, wie du spielst, okay? Scheiß drauf, ich will gar nicht wissen. Lava, ich bin schlecht, ich kann nicht spielen, ich werde gleich gekillt, ich rede mich künstlich darüber auch übertragen. Also mein Supporter Creator Code ein, der die neue Season hat angefangen. Löscht seinen Code, tragt seinen Code nicht ein. Der hat genug Cash. Und irgendwie sehe ich es kommen, dass mein Code weggenommen wird, weil ich einen anderen YouTuber shitstorme, dass sie den Code von ihm wegnehmen sollen. Wenn das passiert, bin ich der Arschlucker. Real Talk, hätte ich dieses Video letzte Woche rausgebracht, hätte mir das viel mehr gebracht. Denn ich habe die neue Season verpasst. Was fuckt mich momentan noch so an, Luca? Kennt ihr noch das Spiel FIFA? Das Spiel, was mich so zum Ausrasten bringt, kennt ihr das noch? Was tue ich? Oh mein Gott, ich bin ein Dummkopf! Luca hat eine Kooperation mit FIFA. Oder er hat eine Kooperation mit FIFA gehabt. Squad Builder Challenge mit Luca. Das habe ich auch gesehen. Ich glaube, der hat jetzt sogar ein Trikot von in Kooperation mit FIFA rausgehauen. Der durfte sich irgendwie ein Trikot machen lassen oder so. Scheiße. Dass ich wie ich? Nein, hat der nicht. Warum hat FIFA nie mit mir kooperiert? Warum kooperiert ihr mit Luca? Warum? Eigentlich wollte ich diesem Spiel noch eine Chance geben. Aber geht kaputt, Mann. Damals ging die doch gemacht. Warum ist sie kaputt? Warum? Ist sie jetzt hier aus Gummi oder was? Fakt ist, damit kann man niemals mehr spielen, okay? Guck mal, wie krumm und Dings das ist. Hier, zack, zack. Ich bin echt gespannt, ob ich FIFA 20 dieses Jahr spielen werde. Kooperiert weiter mit solchen. Mich würde das echt interessieren, wie viele Leute diesen Scorpion Challenge schon wegen Luca gemacht haben. Stell dich mal vor, meine Fresse ist da. Ich schwöre, wegen mir würden viel mehr Leute diesen Scorpion Challenge machen. Sie kennen diese Luca. Luca, du fuckst mich richtig ab. Hast du nicht schon genug? Es reicht. Mein letztes Video gegen Luca kam ja gut an. Das ist ja auch normal, weil jeder hat gegen Luca geschützt worden. Zum ersten Mal habe ich sehr viel mit einem YouTube-Video verdient. Screenshot. Dankeschön, Luca, hat geschmeckt. Grillteller ging auf deinen Nacken. Lass das Video doch sperren. Claim das Video doch. Hol dir doch deinen Hack zurück. Mach doch eine Story. Und ich glaube, es ist auch das letzte Mal, dass ich Content von Luca benutze, weil ich mache noch ein drittes Video über ihn und er denkt sich, ach komm, ich strike mal 3 Videos, damit Chats keiner gesperrt wird. Hier,
Hier ist Gripes noch nicht. Wisst ihr, was nach dem letzten Video über Luca passiert ist? Sein Manager hat mir geschrieben. Also auch mein ehemaliger Manager. Guck mal, was der Keck mir geschrieben hat mit seinem Privataccount. Augenblick. Ich wusste gar nicht, dass unsere Zusammenarbeit damals so schlecht war. Doch, du Keck. War es. Ihr habt mich abgezogen. Wir begrüßen nochmal Ilja. Ich war zu abgehoben. Ich wollte nicht antworten. Aber wenn ich dir geantwortet hätte, hätte ich auf jeden Fall meinen Schwanz geschickt. So, ich glaube, der Titel ist erfüllt. Jetzt können wir aufhören, über Luca zu reden. Ich hab dich ausgenutzt wie eine kleine. Jetzt können wir über Gott und die Welt reden. Ihr habt's gesehen, Leute. Ich habe 2 Wochen wieder nichts hochgeladen. Mein letztes Video kam sehr gut an. Ich bin echt überrascht gewesen, dass es so gut ankam. Es haben sehr viele das Video gesehen, ich weiß nicht wieso, vielleicht wurde es oft empfohlen. Ein paar Leute haben darauf reagiert, was mich auch eigentlich nicht juckt, denn dieses Video ging wirklich nur um meine Zuschauer, die mich seit Tag 1 begleiten und bis dato geguckt haben. Dankeschön auf jeden Fall für euren Support. Was in den 2 Wochen passiert? Eigentlich nichts, ich habe mich zu Hause eingesperrt und... Also ich habe das Video auch gesehen. Ist ein echt gutes Video mit einer Message gewesen und ja, könnt ihr euch auch gerne reinziehen, für die, die es noch nicht gesehen haben. In meinem Bett, ich habe Tunta of Man durch zum zweiten Mal und ich habe letztes Mal vom Liegen Rückenschmerzen bekommen. Als ich noch nicht so depressiv war, bin ich ja noch zwischendurch rausgegangen und so, aber jetzt lag ich wirklich nur im Bett 2 Wochen. Ich habe mit keinem Menschen was zu tun gehabt. Ich habe auch gar keinen mehr geantwortet von meinen Freunden. Ich war wieder voll abgekratzt, ich war voll in meinem Film und heute kam ich auch wieder auf den Gedanken mit YouTube aufzuhören. So, ich war gerade bei allem hat mir eine Force gezogen, dass ich nicht aufhören soll, ja, und dann bin ich wieder. Es ist 3 Uhr morgens und ich drehe wieder ein Video. Das Video kommt, keine Ahnung, heute, Montag. Habe ich es endgültig geschafft, mich selbst zu ficken? Keine Ahnung. Okay, Spaß beiseite. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass das Video gut ankam. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Leute bei mir melden, die auch vielleicht dasselbe Problem haben, auch ganz stark im Bett liegen und Depressionen schieben. Aber ich bin ehrlich, mein Ziel war es nicht, irgendwie Mitleid von euch zu kriegen. Ich wollte euch nur zeigen, so, warum ich so behindert bin, weißt du, und nichts kommt so, weil ich einfach dumm bin. Vor einer Stunde ging es mir noch sehr schlecht. Wie gesagt, ich war gerade drüben bei allem, hab mich ausgeheult, hab gesagt, ey, ich höre auf mit YouTube, ich fange eine Ausbildung an, ich gehe arbeiten. Dann hat mir Adam gesagt, John, du kannst nichts, du hast kein Talent, du kannst nichts außer schreien. Und er hat recht. Hab mich gefragt, warum ich aufhören will, was mein Grund ist. Ich meinte dann, ich habe keinen Bock mehr auf dieses öffentliche Leben, ich traue mich nicht mehr vor die Kamera zu gehen, ich kann mit dieser Kamera nicht reden. Und da bin ich wieder, ich rede mit der Kamera, eigentlich ist das gar nicht so schwer. Falls ihr auch Depressionen habt, geht nicht zum Psychiater, geht einfach zu Adam. Er gibt euch so eine Backpfeife, dann wird es euch wieder gut gehen. Mich muss man einfach so packen, mich müssen 3 Menschen so festhalten und ich muss einfach Fäuste in meine Fresse ringen, damit ich überhaupt mir klar wird, was für ein Luxusleben ich eigentlich habe. Es bringt nicht, zu Hause zu bleiben und Depressionen zu schieben. Ich muss wieder vorankommen. Ernährung wird wieder durchgezogen, Sport wird durchgezogen und ich werde es beweisen, jeden Tag auf Instagram meine Story zu posten. Immer nach Iftar zum Sport gehen. Geil. Und falls du auch ein Fettsack bist und gerade in deinem Bett liegst, mach einfach mit. Mach einfach mit, geh auch jeden Tag zum Sport. Mach einfach. Mach mit, du fettes Stück Scheiße. Ja, und das soll es dann gewesen sein. Für 10 Minuten hat es, glaube ich, nicht gereicht, aber ist doch scheißegal. Wir sehen uns die Tage wieder. Versprochen. Gib mal Support the Creator Code ein. Grill-Teller. Damit ich mir wieder Haarwachs drauf kann. Ich habe kein Haarwachs zu Hause. Das war's. Tschüss. Scheiße. Geiles Video. Ich wollte es mir gestern Abend schon anschauen, aber hat dann dafür nicht mehr gereicht gehabt. Ja. Wie gesagt, Jumbroke, ich verlinke ihn unten in der Videobeschreibung. Für diejenigen, die ihn noch nicht abonniert haben, könnt ihr gerne dann abonnieren. Wie gesagt, ich denke, der wird in nächster Zeit mehrere Videos hochladen. Und ja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Gibt seinen Fortnite Creator Code Grillteller ein und ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.